Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay, will mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür an, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zittigen Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen und die Merkung gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage mir mal dramatisch verschlechter, tolle fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend sterben überall. Die Nachbarskatze hat zerbischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben? Absolute Warnschung. Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand der mir sagt wieso. Frühstück oder Abendbrot. Vom Hungertod nach Schätzen in der Unicef. Während ich grad gesundes Obst wechseln in der Moninex. Sehe ein Kind in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, man, ich fühle nichts. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf. Sowas kann uns nie passieren. Und was wäre, wenn doch? Und mich zerreißen die Fragen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die anderen nichts mehr zu fressen. Und ich hab Steine im Magen. Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso. Frühstück oder Abendbrot. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem sechs Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor sein ersten Geburtstag hat. Doch das verschweigt meine Furcht und Kraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familien, sie waren so sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt. Und mein Kind in diese Welt gesetzt. Dann kommt es vor, dass ich Angst davor krieg, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt. Dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schade.